kleines delikates Thema, solche Sachen zu zeigen. Ja, wir sind jetzt hier in der nächsten Location. Also wir sind Sabrina und ich. Chris steht draußen als Bäcker. Anja sucht im Auto nach einer neuen Location. Und wir schauen jetzt hier mal, ob sich das für euch lohnt. Bleibt dran, viel Spaß bei dem Video. So, hier haben wir jetzt als erstes mal direkt eine Miele Waschmaschine. Und hier mal einen richtig alten Heizofen. Ja. Auch mal cool. Okay, also wir befinden uns jetzt hier im Haus, im Keller. Wir sind durch ein Fenster rein. Hier liegt leider ein altes Röhrenradio, was kaputt ist. Sehr schade, weil das eigentlich immer eine tolle Sache ist. Ja, dann haben wir hier, wie so einen alten Werkstattbereich, würde ich fast sagen, oder? Ja, hier mal so Sachen, so alte Apothekenfläschchen. Ja. Oh, hier gibt schon ein bisschen was zu sehen. Entschuldigung, das zuckt gerade. Mein Gimbal, ihr kennt das Spiel ja inzwischen. Der ärgert mich ja manchmal so ein bisschen. Ja, dann haben wir hier noch so ein bisschen, so Einmachgläser. Was? Oh, eine Flasche Brottrunk. Also, falls jemand Verdauungsprobleme hat. Ich wandere dann schon mal eine Etage höher. Wir hatten hier, seht ihr das aus dem Keller hier? Eine gepolsterte Tür, wahrscheinlich für Schallisolierung. So, dann schauen wir uns hier mal um. Die Böden scheinen fest. So, und als erstes finden wir hier auf der linken Seite ein Zimmer mit einem Bett, einem kleinen Röhrenfernseher, einem Kleiderschrank und wieder macht der Gimbal zicken. Ach nee, und dann haben wir hier noch einen Tisch und einen Sessel und da hinten dran ein kleines Badezimmer. Also spricht für mich dafür, dass das hier auch ein Hotel gewesen sein könnte. Oder eine kleine Pension. Hier haben wir ein Zimmer mit einem Doppelbett. Hier federt der Boden leicht, aber ich halte mal drauf. Der Boden ist auch schief. Hier haben wir einen schönen großen Kleiderschrank. Großes Doppelbett aus Holz. Und da hinten ging es an auf eine Loggia. Da seht ihr schön, wie der Efeu nach innen wächst. Natur kehrt ein. Schöne Sache. Dann gehe ich hier mal. Moment, ich mache mal hier eine der Türen ein bisschen bei. Dann hier haben wir ein weiteres Zimmer. Ja, hier haben wir ein Waschbecken. Dann haben wir da ein Telefon, Fernseher, ein Spiegelschränkchen, so ein Ankleidespiegel, ein Sofa. Hier liegt Kleidung verteilt. Und auch hier hinten geht es auf die Loggia, die zubuchert. Und hier auch der große Kleiderschrank. Okay, also sehr, sehr viele persönliche Dinge hier vorhanden. Genau wie hier beispielsweise die Brille. Ja, das sind halt sehr, sehr persönliche Gegenstände, wo man halt auch immer schauen muss, kann ich das einfach filmen oder nicht. Hier haben wir noch einen schönen alten Röhrenfernseher in der Ecke stehen. Dann haben wir hier ein Bett stehen. Hier ein Sessel, auf den Tisch selber drauf stehe ich nicht. Ich habe jetzt mal raus, es war hier so ein Gasthaus, eine Pension. Kennt man ja. Schon öfter mal gesehen und gehört. So, nochmal mit dem Gimbal. Also Leute. Naja, Freunde. So, ich gehe mal eine Etage höher. Ja, schauen wir mal. Die Sabrina ist immer noch unten im Keller. Wer weiß. Vielleicht gefällt sie da. So, jetzt gucken wir hier. Ja, wieder so ein Altbauten früher war im Treppenhaus. Einfach so eine Toilette in der Halbetage. Ja. Früher hat man das halt oft gehabt, da waren die Toiletten auch in Wohnhäusern, nicht in den Wohnungen, sondern in den Treppenhäusern. So, hier haben wir eine Doppeltür. Ja, und hier ist auch wieder ein Zimmerchen. Boah, oh wei, ja. Direkt gerochen, hier in der Ecke sieht man es, Schwarzschimmel. Okay, das sind zwei Bettzimmer. Hier in der Ecke steht noch ein Bett. Okay, den Raum verlasse ich. Das war halt jetzt direkt. Das merkt man instant, wenn so Schwarzschimmel in einem der Räume ist. Hier nochmal ein Doppelzimmer. Auch hier sieht man, die Bausubstanz ist zerstört wahrscheinlich. Wassereinbruch durchs Dach.
Optisch würde ich jetzt schätzen, dass auch dieses Gebäude hier schon eine ganze Zeit lang leer steht. Hier liegt ein Feuerlöscher auf dem Boden. Da kann ich mal gucken, wann der geprüft wurde. Das war 1995. Ja, dann haben wir hier wieder auch diesen Loggia-Bereich, wo überall der Efeu reinrankt. Hier auch, ja, durchs Fenster kommt der Efeu rein ins Zimmer. Tja, ein wenig hübsches Grün in einer sonst ja relativ trostlosen, ja, Location, muss man einfach sagen. Traurig zu sehen. Hier haben wir so schön so alte, ja, Nierentische, glaube ich, nennt man die. Ja. Mehrere Zimmer hier pro Etage. Dann gehe ich hier auf der Treppe mal weiter. Hier liegen wieder persönliche Kleidungsstücke. Dann bin ich auch schon oben angekommen jetzt. Höher geht's gar nicht. Hier werde ich nur aufpassen mit den Böden. Ihr guckt, seht ihr das? Ja, hier sackt der Boden schon ab. Das heißt, ich bleibe hier stehen und gehe nicht weiter. Hier haben wir auch direkt, da ist das Loch, hier kommt das Wasser her und fällt dann hier drauf. Und das wahrscheinlich schon, ja, seit Jahren. Ich würde jetzt vermuten, dass hier oben höchstwahrscheinlich die Privatwohnung der Betreiber war. Oder des Betreibers oder der Betreiberin, wie auch immer. Und ja, einfach traurig zu sehen, wie viele solcher Gebäude und Stätten es gibt in Deutschland. Ja, die wahrscheinlich einfach irgendwann finanziell so bedroht waren, dass sie sich nicht mehr halten konnten. Vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen, das weiß man natürlich nie. So, ich gehe jetzt nochmal runter in den Keller. Guck mal, ob ich jetzt hier noch irgendwas finde. Die Sabrina war ja eben hier schon unterwegs, der wollte ich jetzt auch nicht ins Bild rennen. So, guck mal, hier unten haben wir noch so eine Verpackung. Asbach uralt. Ja, so, und jetzt gehe ich hier mal rein. Ja, hier haben wir die Küche tatsächlich. Also, hier haben wir noch so ein bisschen was stehen, ne? Guck mal. Tees stehen hier noch rum. Und dann Geschirr, so Dessertschälchen, Milchkännchen, Kaffeekännchen und so. Ja. Dann steht hier noch eine alte Waage. Ja, von Stube, schönes Ding. Und dann hier so emaillierte Kannen. Auch ganz hübsch. Ja, und da unten im Schrank etwas Geschirr. Dann haben wir hier einen Gasherd stehen mit Backofen. Und daneben haben wir noch, ja, eigentlich eine ganz normale Spülmaschine. Ja, das ist jetzt ganz normal aus dem Hausgebrauch. Also, ja, wird das wahrscheinlich so eine kleine Pension gewesen sein, die tatsächlich von Privatleuten geführt wurde. Und ja, wer weiß, ne? Vielleicht gab es dann hier morgens einfach ein gutes Frühstück für eine kleine Mark. Und oh mein Gott, okay Leute, ja, die Urbexer Challenge, Kühlschrank aufmachen und ihr seht das, ohne Ende Konfitüren, die da drinne sind. Ich sehe jetzt MHDs, 23.12.1999. Also, ja, höchstwahrscheinlich war hier mit dem Betrieb dann Ende der 90er Jahre Schluss. Vielleicht wirklich zum Ende des Jahres, wie so oft. Traurig. So, ich gehe jetzt hier nochmal rein. Hier haben wir auch wieder, guck mal, das sind Hausschuhe, die hier stehen. Also auch wieder persönliche Dinge. Dann haben wir hier zwei Sofas stehen. Und da hinten haben wir noch so einen Kacheltisch stehen mit einer alten Schreibmaschine drauf. Und hier, ja, eine Schrankwand. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier liegen auch überall Dokumente. Ja. Ich meine, ihr seht das hier, guckt euch mal an. Ne? Hier die Wurzeln von Efeu. Die ranken hier einfach durch. Die Fenster sind geschlossen. Ja. Und ihr könnt euch das mal angucken. So sieht es durch das Fenster aus hier. Also, hier ist lange zu. Das ist sogar eine alte Olympia-Schreibmaschine. Und wer weiß, vielleicht können wir der. Nein, können wir nicht. Noch einen Ping abringen. Hatte ich gehofft, aber das klappt nicht. Hier das nächste Fenster. Genau das gleiche.
Ja, es erinnert ein bisschen an den Film Jumanji von früher mit Robin Williams, wenn den einer kennt, wenn auf einmal im und am Haus einfach ein Urwald wächst. Jetzt gucke ich hier gerade noch einmal. Das hatte ich eben schon kurz gesehen. Wollte ich euch natürlich auch noch zeigen. Das ist hier so ein ganz alter Heizlüfter. Ja, eigentlich in einer schönen Optik, ne? Der hatte, was hatten der da? Fünf Knöpfe, also vier Stufen. Wahrscheinlich zweimal kalt zum Pusten und zweimal warm. Ups, da liefen gerade Leute am Fenster vorbei. Naja, passiert, ne? Und ja, dann gehe ich jetzt hier mal noch einmal um die Ecke. Ja, hier ist auch nur noch eine Toilette und dann war es das auch schon. Ja, kleine Location, schnuckelig. Das war bestimmt mal ein wirklich gemütlicher kleiner Betrieb, wo man ja Urlaub machen konnte. So, Leute, das war's jetzt von der Location. Ihr habt gesehen, ein kleines schnuckeliges Gasthaus mit vielen, vielen persönlichen Gegenständen. Man muss hier immer ein bisschen aufpassen bei sowas, dass man das nicht zeigt und filmt. Ja, sehr viel Verfall. Das Haus wird so auch nicht mehr lange stehen können. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Lasst doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.